Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Der Kaffee steht bereit. Ja, und es gibt wieder einen kleinen Wochenendpanzer. Wir fahren heute den Centurion 7-1. Keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Mark 7 oder sowas. Das ist der Stufe 9 im britischen Baum. Habe ich jetzt schon ganz oft gefahren. Gibt ganz viele Replays hier auf dem Kanal. Liegt einfach daran, den forsche ich halt gerade mit ganzem Action 10. Wir sind in Steppen gelandet in einem 9er Gefecht. Also sprich 5 9er, 10 8er. Mehr nicht. Sehr cool. Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich meinen Centurion sehr gerne mit hier auf die östliche Flanke. Weil die, finde ich, ist für Medium-Tanks durchaus besser geeignet. Man kann manchmal auch mal was anderes machen, aber grundsätzlich ist das schon die Seite, die man mit seinem Medium gehen möchte. Ihr seht, wir haben jede Menge Begleitung und wir haben ein bisschen wenig Leute, die nach links wollen, also sprich nach Westen. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Ja, und die Gegner haben einen Typ 4 schwer, was so ein bisschen unfair ist, weil der ist ganz schön overpowered. Aber na gut, werden wir sehen. Ja, hier ist schon die erste Position, in der wir Schüsse kriegen können. Also unser Bulldog ist spotted schon. Badget kommen wir nicht ran, aber da ist ein T-44. Oh, und der macht gerade ein, wie sagt man es nett, was dämliches. Er fährt einfach aufs freie Feld. Ja, das war unser erster Schaden. Das waren 379 Schadenspunkte. Ja, komm, 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 nachladen. 104 dazu und schon haben wir unseren ersten Kill im Sack. Sehr schön, finde ich, lässt sich gut an. Oh, ja, ihr seht, ich habe keine Lampe in diesem wunderschönen Panzerchen. Weil soweit ist die Crew einfach noch nicht. Und dann kriegen wir direkt einfach mal einen vom Waffenträger verblättet. 510 Schaden. Ja, na gut. Ich habe auch gedacht, die haben uns noch gar nicht gesehen hier hinten. Na gut, mal schauen, ob wir jetzt noch ein paar Schüsse kriegen. Grundsätzlich snipe ich sehr gerne mit dem Ding hier, weil die Kanone ist genau, hat durchaus einen guten Durchschlag, hat guten Alpha-Damage. Das Einzige, was nervt, ist, sie lädt halt extrem lang nach. Also ich finde, sie hat eine relativ lange Nachladezeit, ansonsten ist das schon sehr in Ordnung. Ja, und ihr seht, es passiert das, was relativ oft ab und zu passiert, wenn man unten auf die Minimap guckt. Ja, es verschiebt sich alles so ein bisschen. Die Gegner campen immer noch so ein bisschen an ihrem Cap rum, haben aber tatsächlich auch mehr Leute auf der westlichen Seite stehen und unsere Truppe hat noch Leute am Cap rumhängen und schiebt über die östliche. Also das kann dann ganz schnell immer zu seinem kleinen Kreiselgefecht formieren. Naja, wir werden sehen. Zurzeit sind alle hinter dieser komischen Kante da verschwunden und ich komme an nichts ran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da es jetzt aber natürlich im Westen nicht so besonders gut aussieht. Also da haben wir einen T-54, der gegen diesen ganzen Zug ansteht, der da so am Anrollen ist. Sollten wir jetzt hier auf der Seite ein bisschen Druck machen. Wir müssen jetzt echt ein bisschen sehen, dass wir hier vorwärts kommen und dass wir da ein bisschen in die Position kommen, auch ein bisschen Druck auszuüben, dass man vielleicht auch das Heck der gegnerischen Panzer kriegt. Mal schauen. Ja, jetzt ist der Defender raus, das ist ganz cool. Der T-25 Pilot fährt ein richtig gutes Gefecht bis jetzt. Mal schauen. Ja, Defender ist raus, das heißt, wir müssen jetzt echt loslegen. Und da ist unser T-54 gefallen. Das heißt, jetzt ist grundsätzlich die gesamte westliche Flanke offen. Außer da steht noch ein Chrysler. Ja gut, der ist ja der Overpowered Tank und so, das geht schon alles. Das ist der Sturzwagen S1. Wo auch immer dieser Schuss hinging, ich habe keine Ahnung. Er verschwand in den Weiten von Steppen. Keine Ahnung. So. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Genau, da kommt noch ein Bounce dazu. Schade, schade. Also bis jetzt passierte nicht so richtig viel. Aber wir sind wieder einen Panzer in Führung. Steht 4-3. Und jetzt sind wir rum. Jetzt können wir wirklich alles, was hier hinten steht und hinten stand, schön unter Feuer nehmen. Das ist ein VK-100-01P. Auf die Seite natürlich ideal. Schön flach, da kann man einfach reinschießen. Ja, und ihr seht, ich lade zu lange nach. Waffenträger, komm raus. Oh, hier. Er hört aufs Kommando. 325, ehrlich jetzt. Also viel niedriger kann man einfach nicht rollen, ey. Das ist echt nicht schön. Naja, gut. Jetzt ist er verschwunden. Der Leopard steht da hinter der Hauswand. Ihr seht schon, ich versuche immer irgendwelche Hügelchen zu kriegen.
wo ich nur den Turm rausgucken lassen kann, weil das ist das Einzige, was an dem Panzer wirklich gepanzert ist. Diese Stärke sollte man immer ausspielen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir vorrücken. Jetzt kommt der gefährliche Teil, weil hier ist einfach ein großes Feld. Und habt gesehen, es zielt extrem lang. Oh, ehrlich jetzt, ich bin gerade auf einen Leo kritisch. Kritischer Schaden auf einen Leopard-Prototyp. Da ist überhaupt keine Panzerung dran. So, jetzt haben wir das Problem, was ich gerade sagte, freies Feld. Wir müssen jetzt sehen, dass wir irgendwie so schnell als möglich hier rüberkommen, ohne uns zu viele Schüsse zu fangen. Wenn so eine Batchette sich komplett in uns rein entleert, sind wir natürlich am Arsch. Mittlerweile schon Kaffee trinken auf den Schreck. Genau, aber jetzt sind wir zu ziemlich ran. Wichtig ist, nicht stehen bleiben und jetzt einfach Feuer. Jawohl, das war Kill Nummer 2, ein Batchette-Prototyp umgeschossen. Jetzt haben die Gegner quasi nur noch zwei Super Pushings, einen WZ und einen Typ 4 schwer. Also so langsam, aber sicher sollten wir das gewinnen. Das sieht ganz gut aus, denke ich. Ui, das war ein schöner Schuss. Aus der Fahrt 387 auf den Super Pershing, der natürlich direkt zurückschießt. Und hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Also hier müssen wir jetzt das Reparaturkit nehmen. Wenn wir hier stehen bleiben, dann kriegen wir wahrscheinlich von allem ziemlich auf den Frack. Mal gucken. So. Da ist der Typ 4 schwer. Das ist natürlich ideal. Das ist ähnlich wie der VK. Hier hat man die ganze Zeit. Oh. Und davon hängt der ganze Trupp. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Na. Da haben wir dem WZ noch eine gegeben. Naja, und so langsam sind wir bei 2.500 Schaden. Das ist okay, damit kann man schon mal leben. Ich denke, das geht seinen Gang. Dann schieben wir eben halt mit T4. Das Problem ist, dass dieser T25 da vorne immer im Weg steht, wenn man schießen will. Und die können aber nicht auf ihn zurückschießen und schießen lieber auf mich zurück. Das ist total nervig. Ja, da haben wir wieder was gebounced. Noch was, die schießen. Oh, das war sogar eine APCR-Goldmunition. Fliegt ja eh an allen Fronten zurzeit nur Goldmunition durch die Welt. Ist echt der Hammer. Scheinbar scheint die Menschheit echt jetzt so viel Geld zu haben, dass es kein Problem ist, in großen Mengen Geld für Computerspiele auszugeben. Das finde ich sehr angenehm. Da kann man ja mal sagen, läuft, wa? So. Und dieser Super Pershing nimmt uns immer wieder aufs Korn und hält immer wieder rauf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt ist er weg. Ära, vorwärts. Genau, das ist der Moment, wo wir vorschieben. Ja, jetzt ist der WZ auch raus aus dem Rennen. Na, Super Pershing. Ein Schuss drauf hätte ich schon ganz gerne noch. Dann würden wir die 3000 Schaden knacken, das wäre ganz angenehm. Jawohl. Und wie ich es gesagt habe. Und dann ist dieses kleine, aber feine Gefecht auch schon vorbei. Nichtsdestotrotz, wir gucken in diesem Falle mal auf die Auswertung. Ja, zu der Auswertung brauchen wir, glaube ich, gar nicht wirklich viel sagen. Das war ein Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse. Es war ein sehr durchschnittliches Gefecht. 44.000 Credits, 2.616 EP, aber natürlich erster Tagessieg und so gedoppelt, bla bla bla. Aber ich finde, wenn ich mir das hier angucke, ist es gar nicht schlecht. Also wir haben relativ viele Panzer angeschossen, 3000 Schaden gemacht, 730 Schaden abgewehrt, 3 mal kritisch, 2 Kills, finde ich, ist in Ordnung. Damit kann ich gut umgehen. Hier in der Auswertung sieht er ganz klar hier, der T25 Pilot, 3700 Schaden, 3 Kills. Aber, also es ist schadensmäßig gar nicht so weit weg von mir, aber er ist halt eine Stufe tiefer. Deswegen kriegt er einfach sehr viel mehr EP, 1474, das ist schon sehr anständig. T32, auch 3500 Schaden, auch 1100 EP. Wir stehen sogar noch hinter dem AMX hier und dem Rheinmetall. Na gut, aber ich finde 3000 Schaden ist okay. Und es gibt ja hier, da ich ja darauf angewiesen bin, die Gefechte selber zu spielen und nie irgendwie Replays von anderen Leuten zu schreiben, zu zeigen, ist es immer ein bisschen schwierig. Die Frage ist, gibt es denn andere Leute, die Replays zeigen wollen und ich soll das machen? Also dann kann man mir ja mal Bescheid geben, wenn da Interesse besteht. Aber grundsätzlich soll es ja hier eher so um meine komischen Gefechte gehen und nicht um das, was andere Leute so tun. Naja, nichtsdestotrotz, ich finde mit der Auswertung hier bin ich immer sehr zufrieden, kann ich gut mit leben. Und das Gefecht hat tatsächlich auch so ein Stück weit Spaß gemacht. Insofern, was soll man sich groß aufregen? Deswegen, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da.
Ich freue mich über Abos. Schreibt mir einen netten Kommentar. Schreibt mal in den Kommentar, ob ihr vielleicht hier irgendwie auch selber mein Replay schicken wollt oder so. Dann können wir drüber reden. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.